Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir plündern etwas bei den Gunnern hier. Wir haben in der letzten Folge ein übles Gefecht überstanden hier. Übel für die Gunner ist es ausgegangen. Ich suche hier eigentlich noch den Obergunner, der hier rumgunnerte. Ich glaube, das ist seine Hand. Gunner Corporal, aha. Kronkorken, Plasma-Kartusche. Kaliber 50, Plasmapistole, Kampfrüstung, okay, und schmutzige Armeeuniform. Wofür kaufen wir die denn eigentlich, wenn wir die hier sowieso finden? Und sie, normale Gunnerfrau, wahrscheinlich, Frau, ja, offensichtlich. Kronkorken, Kaliber 50, Fusionszelle, Laserpistole und Gunnerharnisch. Wir sind zu schwer. Können gar nicht mehr tragen. Ah ja, wir können schon noch tragen. Aber wir können uns nur noch langsam bewegen jetzt. Sie hat Kronkorken dabei. Fusionszelle 556er Patronen. Danke, 18 Stück. Das ist gut. Oh, die sind aber auch ganz schön wenig geworden bei uns. Wir hatten über 2500, weiß ich noch. Na gut, Lederrüstung, Harnisch, Militärbarett, sehr schön. Tarnmuster, Halstuch und Gunnerharnisch. Hier sehe ich noch eine Lampe, die wir mitnehmen können. Für Kupfer natürlich. Alles macht Sinn. Und hier ist auch noch eine Lampe. Gelbe Tischlampe. Was ist da unten drin? Kronkorken und Ofenhandschuh. Naja. Sie haben extra für uns den roten Teppich ausgerollt. Also können wir uns etwas Zeit lassen und erstmal Zeug abwerfen, weil wir etwas überladen sind. Ach, der Fatman. Ja, ich glaube, wir haben schon 3 oder 4 Fatmans. Fatmänner. Wir legen erstmal... Ja, den könnten wir ja erstmal hier ablegen. Der bleibt normalerweise dann ja liegen. Es sei denn, irgendwer schnappt sich den. Preston könnte sich den schnappen. Wir lassen ihn erstmal liegen. Ich weiß nicht, ob wir hier nochmal dran denken, dass hier etwas rumliegt. Genau wie die Plasmapistole, den Schlagstock. All das können wir hier lassen. Und bei der Kleidung ist auch noch einiges dabei. Na, Gunnerharnisch brauchen wir nicht unbedingt. 3 Stück. Kampfrüstung behalten wir schön. Laborkittel. Lederrüstung kann weg. Militäruniform behalten wir. Und da war doch noch mehr, was wir wegwerfen konnten. Nö. Oh, ja, das wird aber dann etwas schwierig da drin. Wie sieht das denn mit Hilfsmitteln aus? Buffout haben wir 6. Naja, damit könnten wir uns auch eine Weile noch über Wasser halten. Okay. Dann geht es jetzt da rein. Wir brauchen ja eigentlich nur das Teil. Wir müssen uns nur durchschleichen, das Teil holen und wieder raus. Vielleicht sind so viele Gunner gar nicht im Gunner Plaza. Vielleicht aber auch doch. Man weiß es einfach nicht. Wir sind ja noch nie hier gewesen. Ich schlage vor, wenn wir rausgehen... Nee, plündern muss man immer sofort. Vielleicht findet man ja irgendeinen nützlichen Schlüssel oder so etwas. Was haben die denn für ein grünes Zeug? Schwer verwundet. Sind das diese Plasma-Dinger? Siehst du sie? Victor. Feuerschlüssel.
Verdammt! Wo ist er denn? War es das? Das ist sie. Wir schaffen das. Die halten aber ganz schön was aus. Sag nicht, das wär's. Hier ist doch noch rot irgendwas. Geräusch. Ach, Mist, Commonwealth. Da wollte ich gar nicht hin. Ich dachte, das wäre so ein kleiner Raum, den man da auch jetzt erkunden könnte. Wasser. Oh, Kronkorken und sauberer blauer Anzug. Den wollte ich schon immer haben. Was war das? Achso, den Terminal könnten wir entriegeln. Na gut, wahrscheinlich können wir auch die Geschütztürme daran ausschalten, aber die sind ja jetzt schon aus. Ja, wo seid ihr denn? Wo habt ihr euch versteckt? Wo habt ihr euch versteckt? Hier ist was. Und da müsste noch mehr sein. Nein, nichts hier. Hier ist was. Und noch was. Och, da haben wir so viel Glück und naja, egal. Bin durch. Ach so, die Protektron-Steuerung. Naja, wir haben immer noch nicht die passenden Robco-Sachen. Also lassen wir das. Woher weißt du denn, wie man sowas macht? Oh, Preston, ich weiß so vieles. Gucken wir erstmal hier rein. Ein Kronkorken. Kronkorken, 308er Patrone, Wacheschlagstock. Na egal, nehmen wir erstmal mit, können wir ja nachher abwerfen. Genau wie die ganze Rüstung und Armeeuniform. Okay. Kronkorken, Bierflasche, Erkennungsmarken. Kronkorken. Oh yeah, das hatten wir ja noch nie. Verwundend, Todeskrallenhandschuh. Ziele bluten und erleiden 25 Punkte zusätzlichen Schaden. Aktuelle Mods, keine Verbesserung, Geschwindigkeit Mittel, Schaden 47, Gewicht 10. Oh, schade. Nehmen wir trotzdem. Das sollte Piper mal sehen. Okay, Kronkorken, Plasma-Kartusche, 5mm Patrone, Stimpack, Plasma-Gewehr, Kampfrüstung, Harnisch und Gunner-Harnisch. Natürlich sind wir überladen. Wie könnte es auch anders sein? Ah, jetzt können wir einsammeln, was wir wollen. Wir sind sowieso total langsam. Kronkorken Vorkriegsgeld. Und Messinglaterne. Aluminiumdosen und was haben wir hier Schönes drin? Na, scheinbar noch nichts. Nichts. So ein großer Raum. Kronkorken, Silberteller, Knochensegel, Karohemd und Jeans. Und Kronkorken, 45er Patrone, Reagenzglas. Alles gute Sachen hier.
Kronkorken, 5mm Patrone, Glühbirne, Haarbürste, Kronkorken, 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 5,56er Patrone, Schädel, Kronkorken und Kronkorken, Sensormodul, sehr schön, Kronkorken, 5,56er Patrone. Oh, eine Munitionskiste, das ist mal erfreulich. 38er Patrone, 5mm Patrone, Kronkorken hier, Kronkorken dort, Schraubenzieher, Erkennungsmarken und Kronkorken, Klebeband, schicke Haarbürste und Kronkorken, Kronkorken, Maddox, Kronkorken. Haben wir irgendetwas übersehen hier, Preston? Na? Aha. Nicht schubsen. Davon müssten aber dann noch mehr hier sein. Ja, genau. Und hier auch. Nur nicht dran. Nur nicht vergessen, dass hier solche Dinger rumliegen. Gut, das Radio ist aus. Sehr schön. Kronkorken 5,56er und Kronkorken Silbertafelmesser. Ein kaputter Erste-Hilfe-Kasten, da ist nichts mehr drin. Aber hier haben wir noch Maddox und Maddox und da hinten sind noch Kronkorken Kaliber 50. Wunderbar, Kronkorken Erkennungsmarken, verstellbarer Schraubenschlüssel. Kronkorken Zigarrenkiste, schicke Haarbürste für Silber. Wofür brauchen wir Silber? Ich weiß es immer noch nicht. Stimpack aufbereitetes Wasser nehmen wir aber mit. Kronkorken hier, das Klebeband. Moment mal, das Klebeband. Na gut, das lassen wir dann liegen. Kronkorken, 5mm Patronen, Bleistift, verstellbarer Schraubenschlüssel. Knochenfräser, was haben die hier gemacht? Stimpack, militärisches Klebeband, Kronkorken, Bleistift. Kronkorken, 45er Patrone. Superkleber, Schraubenschlüssel, Kronkorken, Kronkorken und Vorkriegsgeld. Wie kommen wir denn hier an dieses Ding jetzt dran? Militärisches Klebeband. So. Aha. Kronkorken. Kronkorken, 38er Patrone, hier ist aber eine Menge zu holen, dieser Bürotischventilator, Kronkorken. Gunner scheinen ganz schön reich zu sein, doch, doch. Haben wir jetzt alles genommen, ja. Kronkorken, Kombischraubenschlüssel. Das hat bestimmt seine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Ha, das sind Kronkorken, Preston, 38er Patrone, Netzrelaisspule und, ja gut, die Bierflasche können wir da lassen, du hast ja recht. Kronkorken. Wo war die Mine? Da ist noch eine. Oh, hier sind noch viele, viele Minen. Kronkorken, leere Farbdose. Kronkorken, verstellbarer Schraubenschlüssel. Noch eine irgendwo? Kronkorken und 45er. Alles klar. Oh, schön. Vom MG-Geschützturm MK1. 5,56er Patrone, Netzrelaisspule und Grafikkarte. Terminal-Grafikkarte. Irgendwie so etwas in der Art. Entweder irgendetwas so in dieser Art oder genau das. Aha. 5,56er Patrone und Sicherung. Und was ist das hier Schönes? Fumigus Lötlampe? Fumigus. Fumigus Lötlampe. Keine Deckung hier. Und oben strolcht noch einer rum. Moment mal. Da ist die Mine. Okay.
Ganz schnell E gedrückt, dann kriegt man die Dinger auch. Und er hat Kronkorken dabei, Plasmakartusche, 45er Patrone, Plasmagewehr, Kampfrüstung und die übliche Kampfrüstung und eine schmutzige Armeeuniform. Wir gehen hier reich raus, Preston. Und die Folge ist schon vorbei. Wir werden weiter looten in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.